Hallo Alex und Guntram, eure Solarium-Fs sind jetzt fertig, so wie ihr sie gewünscht habt. Ohne Zusatzlüftung, also ohne extra Lüfter, könnt ihr den unbeobachtet bei 1,5 Ampere laufen lassen. Ja, ich glaube, der Alex, der hat Solarpanels, die 3 Ampere raushauen. Musst du mal sehen, dass du da vielleicht irgendwie eine Stelle erwischst, wo er sowieso irgendwie Luftzirkulation abbekommt. Ja, dann reicht es vielleicht auch, dass er in der Spitze die 3 Ampere hier ab kann. Ansonsten dann einfach hier 100 Ohm Widerstand und ein PC-Lüfter. Und dann rennt der PC-Lüfter auch, wenn du hier ein 20 Volt Panel dran hast. Das dürfte dann auch eigentlich kein Problem sein, das zum Nachrüsten. Ja, am Input maximal 24 Volt anlegen. Ne, der Conti hier geht nur bis 25 Volt. Plus und Minus ist klar, ne, der gelbe und der schwarze. Und beim Output auch die Polarität auf alle Fälle beachten. Ansonsten würde ich dann empfehlen, hier im Output noch eine Sicherung mit reinzumachen. Ne? Je nachdem, welche Lasten ihr dann anstrebt. Ja, hätte es nichts gebracht, wenn ich hier eine 10-Ampere-Sicherung reingemacht habe, wenn ihr dann nur 2 oder 3 Ampere laden wollt. Ne? Also das macht ihr dann selber hier dann die Sicherung in den Output. Ja, ich habe jetzt mal LED-Panels ausprobiert, die weiß sind. Finde ich ganz cool. Ja, der andere ist genauso aufgebaut. Ja, bis auf den Vorwiderstand. Das ist 50 Ohm Vorwiderstand, hier ein 56 Ohm Vorwiderstand. Trotzdem ausreichend dimensioniert, dass der Trigger auch einen ordentlichen Back-EMF zurückschnalzen kann. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit den Teilen und wie immer bin ich auf Feedback gespannt, wie es funktioniert und ob es funktioniert.